Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Flight Deck, zurück auf dem Crash Academy Channel. Heute ist mal wieder Zeit für ein Sawyer Solo Let's Play. Mache ich ja hin und wieder mal, eigentlich nur um so ein bisschen zu labern und um euch immer irgendwas Kleines, Spannendes zu zeigen, was es momentan so im Verse gibt. Und da möchte ich euch einen der geheimen Orte zeigen aus der Alpha 2.6. So geheim ist er nicht mehr. Es haben viele schon mitbekommen, dass CLG sich einen kleinen Scherz erlaubt hat und dementsprechend eine Big Benny Stonehenge eingebaut hat, und da wollen wir heute hinfliegen und währenddessen mal so ein bisschen reden und mal so ein bisschen erzählen, oder ich erzähle vielmehr, was ich so von der Alpha halte und wo wir jetzt gerade so stehen und wie mir das alles bisher so gefällt. Insbesondere, was mir sehr gut gefällt zum Beispiel, ist die neue Kamerasteuerung, die man hier jetzt schon mal ganz gut sieht. Man kann also über den sogenannten Director Mode hier schon einiges verändern und so ein bisschen den Winkel verändern und das Ganze schon mal schön aufbauen, so dass man auf jeden Fall das Gefühl hat, wir können damit sehr schöne Bilder schießen in Zukunft. Ja, ich habe mir hier eine Reliant Core besorgt. Ich stehe ja sowieso total auf die Reliant und ich tue jetzt für mich immer einfach so, als wäre das schon eine Zen. Also sprich, als wäre da hinten statt dem ja noch kargen, leeren Laderaum inzwischen einfach ein kleines Forschungslabor. Und ich kann damit so ein bisschen durch die Gegend fliegen. Ich hoffe ja sehr, dass es meine Zeit später dann auch erlauben wird im Verse, immer mal wieder auch mit euch solche Let's Plays hier zu machen, wo ich dann wirklich vielleicht mit jemandem zusammen in meine Zen steige und einfach in dem Ort, wo ich gerade bin, ein paar kleine Untersuchungen mache, mir ein bisschen was angucke, was man vielleicht sonst nicht unbedingt sehen würde. Und das wäre jetzt auf jeden Fall das Nächste, was kommen sollte. So, dann steigen wir mal ein. Und es gibt ja tatsächlich eine große Diskussion, das hat man ja auch bei uns auf dem Channel gesehen, über das neue Flugmodell und über alles, was damit so zusammenhängt. Ich kann dazu an der Stelle jetzt gar nicht viel sagen, weil ich heute auch hier nicht vorhabe, mich in irgendwelche Kämpfe zu verwickeln lassen. Ich kann nur mal sagen, dass wir das natürlich versuchen, auch aus vielen Blickwinkeln zu betrachten und unter anderem man sich mal auch angucken kann, was es alles Cooles gibt in der neuen Alpha. Also was hier alles mir schon sehr, sehr gut gefällt, unter anderem hier eine neue Kamerasteuerung zum Beispiel, mit der man übrigens F4 gedrückt halten und dann mit den Pfeiltasten kann man so ein bisschen hin und her gehen und sich sozusagen einmal ja, den Fokuswinkel verändern, also ein Offset einbauen eigentlich, um genau zu sein. Genauso kann man das jetzt nach oben und unten tun, und außerdem gibt es schon geladene Presets, die man sich angucken kann, wo man dann auch selber neue einspeichern kann zum Beispiel. So, dass ich jetzt hier so ein bisschen fröhlich um die Reliant herumkreisen kann, indem ich nämlich einfach F4 gedrückt halte und dann die ganzen Num-Tasten einzeln nacheinander drücke. Und momentan sind die noch alle relativ gleichförmig, relativ gleichartig, aber zumindest kann man sie schon mal selber dann belegen und einstellen. Muss man übrigens sagen, bei mir muss ich es jedes Mal neu machen, wenn ich ins Spiel starte. Also so richtig persistent ist das noch nicht, aber das macht nichts. Das ist ja auch erst der Anfang von allem. So, wir wollen wie gesagt zu Big Benny Stonehenge. Die verbirgt sich im Jela Asteroidengürtel und ich habe inzwischen herausgefunden, wie man ganz gut dorthin kommt. Deshalb werde ich jetzt einen ersten Quantum-Sprung machen. Zur Cryastro Station 262. Von dort aus kenne ich nämlich den Kurs am besten. Und von daher legen wir da mal los. Ach, und ich muss schon sagen, wenn dieses Spiel eines wirklich kann und das unter Beweis gestellt hat, dann, dass es geil aussieht. Also es tut mir leid, ich bin da totaler Fan von. Es macht mir richtig Spaß, mir diese Schiffe anzugucken, mir das Fliegen an sich hier in diesen mit den Lichteffekten und allem, was damit zusammenhängt, anzugucken. Es ist einfach eine wahre Freude. Und das wird auch wirklich hier von jedem Patch zu Patch besser. Also man merkt, wie viel Arbeit sie da reinstecken. Und auf jeden Fall ein visuelles Überleben. Erlebnis ist es auf jeden Fall. Ja, also das begeistert mich tatsächlich. Und wenn ich mir dabei vorstelle, dass wir tatsächlich bald prozedurale Planeten haben, in denen wir uns auf denen wir uns bewegen können, neue Planeten auf diese Art und Weise entdecken, die Monde mal richtig kennenlernen und alles, dann bin ich da echt glücklich drüber. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir machen direkt weiter und springen mal nach Jela. So, na dann gucken wir doch mal, was uns in Jela erwartet. Swoosh, da sind wir da. Gut, also, erstmal, dieser Asteroidengürtel ist ja wohl
deutlich krasser geworden. Also sehr viel dichter und sehr viele große wie kleine Asteroiden. Man muss jetzt wirklich ein bisschen aufpassen, wenn man da durchrauscht. Und wo wir jetzt hinwollen, ist hier so, ich sag mal, wenn man ankommt auf etwa 3-2-Backport etwa. Und hier sehen wir schon mehrere leuchtende Signale. Also das erste ist hier direkt voraus quasi. Unten, wenn man, da hinten sieht man es so ein bisschen, da leuchtet es rot. Und wenn ihr ein bisschen da drüber guckt, da seht ihr das nächste Leuchtsignal. Also das ist dann etwa hier. Dort ist eins und hier unten ist eins. Wir fliegen jetzt erstmal dort unten hin. Dort ist nämlich echt was Schickes, was ich euch zeigen will. Da ist nämlich ein Wrack, eins der neu gestalteten schicken Wracks, die hier in Jela durch die Gegend fliegen. Und manchmal tauchen da Piraten auf. Wir müssen mal ein bisschen gucken. Kämpfen will ich jetzt eigentlich mit meiner Standard-Reliant hier nicht unbedingt. Aber nichtsdestotrotz ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Bild. Außerdem muss man sagen, es haben jetzt auch die Starfarer-Wracks aus der Präsentation der Gamescom letztes Jahr nach Jela geschafft. Da gibt es eine ganze kleine Flotte, die hier versteckt liegt. Ich glaube, 3 Schiffe sind es, ich weiß nicht ganz genau. Die sind auf einer anderen Seite, die gucken wir uns jetzt nicht an, aber da könnt ihr mal drauf Augen drauf lassen, denn die tauchen auch auf euren Scannern auf. Also die könnt ihr euch angucken und da könnt ihr rein und ja, das ganze Schiff exploren quasi. Jetzt habe ich mal den Afterburner voll aufgedreht. Ich habe so die Hände frei, damit ihr sich auch nicht wieder runterfährt, denn das ist ja aktuell der Punkt, wenn ich jetzt hier den Stick einmal berühre. Dann gehe ich wieder runter, langsam auf Normalspeed. Und das ist auch gut. Oh, da sind sie. Gut, dann werfen wir nur einen schnellen Blick darauf. Wie gesagt, einen Kampf will ich jetzt hier nicht unbedingt eingehen. Nur mal so, das ist jetzt das Wrack hier. Und das sieht mal echt schick aus, muss ich mal sagen. Guckt es euch in Ruhe an, denn ich werde... Oh, ja, seht ihr? Da habe ich schon Raketen drauf. Und werde diese jetzt hier mal versuchen zu evaden. Und einfach mal wegfliegen. Ja, wie gesagt, also kämpfen wollte ich jetzt mit dem Teil hier nicht. Mit meiner Standardbewaffnung drauf ist es keine so gute Idee. Aber es sieht schick aus. Und was man im Hintergrund schon hört, sind die Signale von Big Benny. Diese Musik, die so langsam da drin ist, die ist schon zu hören. Da hat man nämlich so einzelne Bojen, an denen man sich langtasten kann. Ich habe aber das Signal jetzt direkt voraus. Es ist noch ein ganzes Stück, deshalb gehe ich jetzt auch direkt wieder auf den vollen Afterburner Cruise Speed, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. 700 Meter pro Sekunde macht die Reliant, ist immerhin nicht schlecht, also damit kann man sich schon ganz gut fortbewegen. Im Gegensatz, sage ich jetzt mal, zu 450 Metern der Constellation ist das Ding schon ziemlich flott unterwegs eigentlich. Wie gesagt, mir gefällt einfach grundsätzlich die Sache mit dem SCM nicht. Also ich finde, ein Schiff im 30. Jahrhundert... Mit einer Basisgeschwindigkeit von 140 Metern pro Sekunde durch den Weltraum zu jagen oder vielmehr zu schleppen, ist einfach Quatsch, meiner Meinung nach. Also das ist unrealistisch. Warum sollte das Schiff in seiner Grundgeschwindigkeit so langsam sein und der Afterburner sich dann so auswirken, wie er sich auswirkt? Nämlich nur eben natürlich auf die Haupttriebwerke, nicht auf die Manövrierdüsen. Dafür haben wir zwar den Boost, aber der ist meiner Meinung nach an der Stelle noch viel zu schwach. Ich sage nicht, dass alles schlecht ist, um Gottes Willen, versteht mich bitte nicht falsch an diesem Flugmodell, aber es ist noch so irgendwie unbalanciert und so unfertig, dass ich das Gefühl habe, da muss noch eine ganze Menge Arbeit reinstecken, bis wir wirklich wieder bei einem Simulationslevel sind. Man muss auch dazu sagen, im Dogfight beschweren sich wirklich viele darum, dass die Schiffe sich fast alle gleich anfühlen. Ist auch mit der Reliant so. Ich habe jetzt keine anderen Charakteristika ausmachen können, als zum Beispiel, ob ich jetzt eine Origin fliege, eine Reliant oder eine Saber sogar. Da unterscheidet sich nicht viel. Und das ist natürlich auch noch ein Punkt, wo man sagt, hä? War vorher anders. Warum ist es jetzt so? Ich persönlich bin der Meinung, die sind jetzt hier einfach einen neuen Weg gegangen, der jetzt von unten wieder aufgebaut wird. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich eine ganze Weile gedulden müssen, bis das irgendwie auf einem Punkt ist, wo man wieder richtig was damit anfangen kann und wo die Dogfights wieder richtig Spaß machen. Mir machen sie momentan keinen Spaß. Ich war nie der große Dogfighter, aber ich muss ehrlich sagen, das vorherige Geschwindigkeit, der Rotationskampf, das alles war besser als dieses jetzt aktuell immer im Nahbereich umeinander irgendwie rumfliegen und tjosten, was eben dann passiert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen,
die Sache mit den Schiffen angucken und so. Ehrlich, Leute, ich gucke mir die Schiffe an, wenn ich die Zeit habe, mir die Schiffe anzugucken. Im Dogfight, in jedem Kampf, gucke ich mir nicht ausführlich das andere Schiff an. Dafür ist es nicht gedacht. Da gibt es tausend andere Möglichkeiten, sich die Schiffe anzugucken. Aber im Dogfight, nee. So, wir kommen jetzt an dem kleinen Big Bennys Asteroiden langsam an. Da ist er. Und das ist wirklich ganz lustig. Und sobald ich dann ausgestiegen bin, ist auch die Raketenwarnung weg. Man hat übrigens ja die Möglichkeit, das ist ja auch völlig richtig, den Afterburner zu toggeln. Ne? Das bedeutet in dem Moment, dass ihr im Grunde genommen einmal die Taste drückt und dann beschleunigt er sofort auf und hält diese Geschwindigkeit auch, wenn ihr nichts weiter bewegt. Das benutze ich auch bei den größeren Schiffen. Jetzt hier gerade benutze ich es nicht, aber normalerweise mache ich das so. Das kann man direkt im Hauptmenü einstellen. So, jetzt sind wir auch da. Guckt euch das an. Und jetzt kommt die böse Musik. Sorry, die habt ihr jetzt leider die ganze Zeit auf den Ohren. So, wir haben jetzt hier also zwei Antennen und hier unten. Ja, da ist Big Benny. Fliegen wir mal hin. Quatsch. Aber es ist lustig. Und ich erzähle euch gleich den Grund, warum ich das euch unbedingt irgendwie nochmal zeigen will. Schalten wir mal auf den Landemodus um. So, da sind wir. Und ich werde jetzt mal aussteigen und mir das Ganze mal von näher nahe angucken. Ja, wie gesagt, so, deshalb könnt ihr schon verstehen, warum ich so tue, als wäre das hier eigentlich schon eine Zen. Weil das ist meiner Meinung nach genau die Aufgabe von einer Zen. Dass man sich in dem System, wo man gerade ist, sich was raussucht, was irgendwie unbekannt ist oder was jemand anderes entdeckt hat und dann einfach zu alleine oder zu zweit da wirklich mal eine Ausflug hinmacht, sich das anguckt, unter Umständen dann vielleicht später sogar eine Mission damit zusammenhängt, Bodenproben nimmt oder sonst irgendwas, die man dann an Bord gleich analysiert. Ja, und hier, also da hinten ist meine schöne Reliant. Die ist sogar sehr stabil geblieben. Das ist das Schöne. Aktuell an dem Patch ist es leider so, dass man sehr oft beim Aussteigen, gerade wenn man alleine an Bord ist, das Schiff irgendwie vertrudelt. Bei der Reliant, wenn ihr direkt gerade raus spurtet, passiert nichts, dann bleibt sie wie eine Eins da stehen. So, hier haben wir also eine Sackkarre. Und hier innen, ja, ist die Big Bennys Hölle. Sehr schön, oder? Ja, da hat es einen erwischt. Also, das fand ich auch sehr witzig, als ich mir das erste Mal hier angeguckt habe. Hier liegt ein Outlaw, der anscheinend eine Spraydose in der Hand hatte und der von einem umgestürzten Container, hier so, wie ist es, Verkaufsautomaten irgendwie erschlagen wurde. Sehr schöne Idee. Ja, ansonsten haben wir hier also einen Scherz des UK-Teams, würde ich mal sagen, der das jetzt hier mit diesen Containern Stonehenge ein bisschen nachgebaut hat. Dazu muss man sagen, warum finde ich das eigentlich so spannend? Das ist natürlich ein Gag, ja, es ist sehr lustig im Endeffekt. Was ich daran so cool finde, ist einfach nur der Fakt, dass sie sowas eingebaut haben, sowas gemacht haben, hier, um so ein bisschen meiner Meinung nach eine Vorschau darüber zu geben, was uns erwarten wird. Was uns erwarten wird, wenn die Systeme größer werden, wenn insgesamt das Stanton-System größer wird, wenn auch die anderen dazukommen, dass wir solche Orte unter Umständen wirklich selber finden müssen, über die Community dann eben ja, entdecken und weitergeben müssen, um sozusagen zu gucken, was gibt es da alles, was kann man alles erleben und das dann natürlich unter Umständen mit weiterführenden Missionen zu verknüpfen. Das finde ich schon sehr, sehr geil, muss ich ehrlich sagen. Darum ist es für mich natürlich auch ein totaler Gag jetzt hier gerade, aber ich finde es ein super Gag und das wollte ich euch unbedingt gezeigt haben. Wenn man übrigens da oben hinkommt, aus irgendwelchen Gründen funktioniert gerade mein Boost nicht leider im EVA oder er kommt nur sehr langsam hin. Na ja, gut, nehmen wir Trick 17. Irgendwie habe ich mich gerade seitlich schneller bewegt als. Ja. Da gab es gerade Frame Drops. Ja, das sind so die Sachen einer Alpha. Ich habe mich seitlich schneller bewegt als vorne ran. Macht nichts. Hier oben steht übrigens auch noch so ein Container rum.
So sieht das Ganze dann aus ein bisschen größerer Entfernung aus. Und wen die Musik nicht stresst, der kann sich das sicherlich alles hier nochmal in Ruhe selber angucken. Ihr habt ja jetzt ungefähr den Weg gesehen, also am besten ist CryAstro Station 0262, dann nach Jela reinspringen und im Endeffekt dann ja so zwei Strich Backbord nach den roten Punkten sich orientieren und sich das Ganze dann von nahem angucken. Ich fand es eine sehr coole Sache. Werde jetzt mal versuchen, hier irgendwie mich wieder zu meiner Reliant zurückzuarbeiten, denn wie gesagt, mein Boost nach vorne funktioniert irgendwie gerade gar nicht richtig. Das kommt wohl vor. Und ich sage euch, irgendwann gehen diese Jingles hier total auf den Nerv. Hat irgendwie übrigens jemand mal identifiziert, was da gesungen wird? Die letzten zwei Zeilen oder so kriege ich zusammen. Das sagt er irgendwie Yam, 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 was ja sinnvoll ist. Big Bennies und dann. Anyway, irgendwas anderes. Ich finde es sehr lustig. So, jetzt sind wir auch langsam wieder am Schiff angekommen. Meine Herren. Ja, wenn man sieht, bei größeren Entfernungen ist dieser Boost halt wirklich wichtig. So, und da sind wir. Nur wieder glatt hier reinkommen. Und da bin ich wieder drin. So, schließen wir die Luke. Und wieder umschalten auf Flugkontrolle. Und das war's, ja. Also das ist auf jeden Fall das Geheimversteck der Big Bennys Container. Ich gebe euch jetzt nochmal einen kurzen Overview, sobald ich so ein bisschen aus dieser Musikreichweite raus bin. Also ihr seht schon, wo es ungefähr ist, ne? Also hier ist Jela. Etwa dort hinten quasi, da wo ich jetzt so gerade so roundabout hingucke, etwa dort. Auf der anderen Seite, noch ein bisschen vom Planeten verdeckt, befindet sich Grimhex, also ist auch schon auch noch ein Stückchen weg hier. Und ihr müsst eben, wie gesagt, einmal gucken. Es ist eben ein Asteroid, der auf der Schattenseite von Jela ist und der auch eben komplett vom Schatten verdeckt wird. Ja, guckt euch an, was ihr hier alles so zu finden habt. Also es gibt noch mehr. Wir haben blinkende rote Signale überall im Grunde genommen versteckt hier. Also wie gesagt, an dieser Seite jetzt hier, wo ich bin, da müsste auch noch eins sein. Da ist es sogar. Da kann man also wirklich schauen, was es da zu holen gibt, ob es da irgendwas Interessantes gibt und im Zweifel natürlich den einen oder anderen Fight machen mit den Ninetales-Piraten, die sich hier in dieser Gegend wohl ausgebreitet haben. Ich sehe da unten sogar noch einen roten. Ah, das ist, glaube ich, eine Leitantenne hier, die ich hier jetzt habe, genau. Das ist hier wieder so eine Big Bennys Leitantenne, um sozusagen euch hier zu diesem Asteroiden hin zu locken. Und da bin ich abgestürzt. Ja, das war's. Bumm, zack. Connection Lost war ich wieder im Hauptmenü. Das passiert. So ist es leider manchmal in dieser Alpha. Kann man nicht ändern. Aber nichtsdestotrotz, ich konnte euch zeigen, was ich euch zeigen wollte. Big Benny konnte ein bisschen mit euch quatschen und ein bisschen was loswerden, was mich so interessiert und bewegt. Also von daher, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bleibt dran. Wir werden noch weitere Episoden dazu drehen. Natürlich immer, wenn es irgendwo was Neues zu sehen gibt. Und ansonsten schreibt uns ran, was habt ihr vielleicht gefunden? Was können wir uns angucken, worauf seid ihr noch so aufmerksam geworden? In dem Sinne, bleibt dran, abonniert den Channel, wenn ihr bei Star Citizen up to date bleiben wollt. Natürlich schreibt uns nette Kommentare, liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Und wenn ihr uns unterstützen wollt als YouTube-Creator für Star Citizen, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns ganz, ganz, ganz doll freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich mit einem See you on the Flight Deck. Sawyer out.